bin on fire, nenn mich Fabio Schäfer. Rice, short, stunned. Mountainbike will in full fort. Oh. Verpiss dich mit Appel, ich fahre bergab. Ey Daya, was geht ab? Nicht viel YouTube Analytics gucken. Geht bei dir? Mach mal ein Crash-Video, Digga. Ach nee. Jeder macht auf YouTube sowas am Ende des Jahres. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Es gibt davon 1000 Videos, da brauche ich nicht aushalten. Digga, denk doch jetzt mal an die Views. Deine Videos die letzten Monate, Katastrophe, die Klicks. Jetzt denk einmal an die Views, nicht immer gegen den Strom schwimmen, sondern einfach mal mit dem Strom. Mach es doch nicht immer so kompliziert. Ich finde einfach, der Sport ist schon gefährlich genug und man sollte sich nicht irgendwie lustig darüber machen oder das irgendwie ausnutzen, damit das Klicks gibt. Das verstehe ich. Also das ist nicht so mein Ding, okay? Mir doch egal, was du willst. Jetzt wird das gemacht, ab geht's. Also wenn ich so ein Video mache, dann mache ich das nur, um zu sagen, hey, wir haben einen gefährlichen Sport, den wir ausüben. Ich bin jedes Mal happy, wenn ich nach Hause komme und mir nichts passiert ist. Und ich möchte nicht irgendwie, ja, das verharmlosen, okay? Also wenn ich so ein Video mache, dann wirklich nur, wenn ich deutlich machen kann, hey, das ist ein gefährlicher Sport, übernehmt euch nicht. Das Wichtigste ist, ihr kommt heil in einem Stück, ohne Verletzung, nach Hause, okay? Ja. Weißt du was? Mir doch jetzt egal, mach was du willst, ich sag dir gar nichts mehr. Mach deinen Scheiß allein, ich sag dir gar nichts mehr einfach. Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch richtig gut und ihr seid draußen am Fahrradfahren, trotz Offseason. Ich bin ja ein bisschen genötigt worden dazu, ein Crash-Video zu machen und vorher möchte ich einfach eine Sache klarstellen. Die Crash, die ich hatte super viel Glück. Ich habe mich wenig verletzt, ich habe die Mittelhand mir angeknackst, die tut immer noch weh, wenn ich so aufstütze, das ist nicht so nice, aber ich hatte da auch schon, bin mal bei so einem Salto auf allen Vieren gelandet und seitdem habe ich dort einfach Probleme mit der Sache und ja, das ist einfach so eine Sache gewesen, wenn ich da immer wieder drauf falle, wenn ich über den Lenker die Ninja-Rolle mache, dann tut mir das einfach nicht so gut und ja, aber abgesehen davon, die Schulter ein bisschen gestaucht bei einem Sturz, den habt ihr vielleicht auch schon gesehen, das war so mein erster richtiger Crash und ja, ich möchte einfach ein paar Stürze mit euch besprechen, möchte euch sagen, was ich glaube, was ich da einfach falsch gemacht habe und ja, die schauen wir uns jetzt zusammen an. Let's go, der Hase. Wir starten mit einem der letzten Crashs, den ich hatte und zwar war das der Crash im Matsch. Matschreifentest, ich bin eingetaucht vorne rein in den Boden und habe einfach mich überschlagen über den Lenker, wie ich das ja so gerne mache. Das Fahrrad hat übrigens mit den Salto gemacht und da war einfach mein Problem, ich war nicht richtig committed. Ich habe nicht voll durchgezogen, ich hätte schon weiter vorausschauen müssen im Vorhinein und dann, ja, also allgemein Blickführung ist einfach so ein Ding, da habe ich auf jeden Fall ein großes Defizit und da muss ich auf jeden Fall in Zukunft noch weiter dran arbeiten. Zum Glück bei diesem Sturz wirklich fast nichts passiert, außer dass ich extrem dreckig geworden bin. Aber sonst alles gut verlaufen. Toi, toi, toi. Alles gut. Dass das Ganze auch so bleibt. Das ist halt hart eingeschlammt hier, ne? Crash Nummer 2 verschuldet übrigens der Steve. Naja, nicht wirklich, ich habe da auch schon ein bisschen verkackt. Und wenn ihr mal genau hinschaut, bin ich wie eine Katze, ein Ninja abgerollt. Mein großes Problem ist einfach hier, ihr seht es, dass wenn ich da lang fahre, mein Gewicht ist schon viel zu weit hinten. Man sieht den Sattel, ich bin überhaupt nicht zentral im Bike. Und das ist schon ein Manko. Überhaupt. Also das ist schon richtig kacke. Das war alles, bevor ich den Thomas kennengelernt habe. Und seitdem habe ich tatsächlich eigentlich nie wieder meinen Sattel auf GoPro-Aufnahmen gesehen, weil ich nicht mehr so weit nach hinten gehe. Thomas hat mir beigebracht, dass es so aus Angst passiert. Das heißt,
Wir gehen weg von der Bedrohung und dadurch verliert aber die, ja, verliert einfach das Vorderrad voll viel Traktion. Und der Trail hier, wir sind den gestern erst noch gefahren und er ist halt überhaupt nicht steil. Es gibt gar keinen Grund, so weit nach hinten zu gehen tatsächlich. Und hier hätte ich eigentlich im Notfallmanagement, hätte ich rein droppen können ins Flat und hätte mich zumindest nicht überschlagen. Aber hätte, wenn und würdig, waren schon immer Armlücken, ne? Alter, wie als wäre ich wieder 100 Jahre... Crash Nummer 3 war übrigens auf dem Salamander Trail. Und der Salamander Trail ist eigentlich ein ganz schöner Trail, aber als ich den gefahren bin, das war überhaupt nicht in meiner Liga. Und ich hatte schon sowieso so viel Angst vor diesem Trail, ich kam gar nicht klar. Und es war auch relativ weit am Anfang und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welche Line ich fahre. Bin dann auch wieder nach hinten gegangen, falsch gebremst, zu weit vorne, Vorderrad weggerutscht, das war's. Shit. Ich wusste nicht, dass der Baum... Hier seht ihr auch wieder, ich wollte zwar bremsen, aber wenn ich so weit hinterm Sattel bin, komme ich halt auch einfach gar nicht zum Stehen. Und es war auch nicht steil, aber das war so echt eins meiner Hauptprobleme, hatte ich das Gefühl. Und das war zum Glück etwas, was der Thomas sofort korrigiert hat. Der letzte Sturz, der richtig geknallt hat. Ich kann ihn mir ganz, ganz schwer anschauen. Das war der Sturz, ganz am Anfang mein erster wirklicher richtiger Sturz und der tat auch ordentlich weh. Ich hatte die ganze Seite hier offen, ich habe mir den Ellbogen aufgeschlagen, dann die Schulter so nach oben gestaucht irgendwie. Ich habe immer noch davon Probleme in der Bizepssehne. Bisschen vielleicht wie der Tom tatsächlich, aber da ich schon öfter Schulterprobleme hatte, ja, versuche ich das mit geregeltem Training, Stretching, Mobility und so zu lösen. Und ja, naja. Also ich wollte euch meine ersten Stürze im ersten Jahr, also ich hoffe, es passiert nichts mehr einfach, nicht vorenthalten und darüber sprechen. Ja, ich bin tatsächlich auch... Ich persönlich bin ein krasser Schisser, kann ich euch einfach schon von vornherein mal sagen. Und die Sprünge und Gaps und all das fällt mir wirklich nicht leicht, mich da zu überwinden. Und der Thomas hat mir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben dabei. Und ich weiß noch genau, als wir zusammen in Olpe saßen, über das Enduro-Rennen gesprochen haben und ich ihm erzählt habe, dass ich nach Leogang fahre und er meinte so, oh, Leogang. Ja, das ist schon knackig. Also man hat so gemerkt, er weiß schon, dass das eigentlich nicht so mein Level ist, glaube ich. Aber er hat mir dann gesagt, hey, du weißt ja, was zu tun ist. Und um da runterzukommen, wusste ich halt wirklich, was zu tun ist. Also sicher runterzukommen. Und ich glaube, wir müssen nicht immer ein krasses Risiko gehen. Ich bin auch gar nicht so Feature-geil. Andere sind vielleicht so ein bisschen, die challengen sich immer, fahren in irgendeinen Spot und wollen dies und jenes springen. Das ist gar nicht so mein Ding. Ich will einfach nur raus und fahren. Der Rest ist mir eigentlich egal. Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie Sachen habe, wo ich mir denke, hey, ich möchte das gerne irgendwann springen. Aber ich brauche das nicht zwingend. Also für mich ist genau ein Flow-Trail ist genauso cool wie eine Jumpline, weil ich einfach auf dem Fahrrad bin und Fahrrad fahre. Also, und mehr will ich eigentlich gar nicht. Wenn ich dann noch coole Leute dabei habe, dann ist das Jackpot und dann bin ich überglücklich. Aber ich brauche nicht so diese übelst krassen Sachen. Nichtsdestotrotz merke ich immer, wenn ich neue Sachen springen kann oder neue Sachen fahren kann, merke ich meinen Fortschritt. Und das macht mir natürlich auch Spaß und das bringt mich dann auch weiter. Kommt dazu, desto mehr Features ich beherrsche, desto sicherer fahre ich ja auch. Desto sicherer fahre ich auch, weil egal was dann auf dem Weg kommt, desto weniger Probleme habe ich da, dass ich irgendwie bremsen müsste oder mich irgendwas aufhält, ich aus Schock irgendwie irgendwo bremse und in einem Hindernis stürze. All die Sachen kann ich natürlich vermeiden, wenn ich viele Features kann und daran werde ich auf jeden Fall weiter arbeiten. Und gerade so das aktive Springen und da in der Luft sich dran zu gewöhnen, wie das in der Airtime einfach ist, das sind so Sachen, die ich nächstes Jahr mir auf jeden Fall extrem
vornehmen möchte, beziehungsweise ich bin schon dran zu üben. Und ja, ich wollte trotzdem so ein Video machen, um euch ja einfach mal meine Sicht der Dinge da so ein bisschen zu erzählen. Ich finde, der Tom, liebe Grüße, Bike and Ride, er hat auch ein ziemlich cooles Video zu dem Thema gemacht. Schaut da gerne mal rein. Er hatte sogar eine Top 5 und hat auch eine Schulterverletzung davongetragen. Ein bisschen schlimmer als ich wahrscheinlich, aber ja, er wird langsam wieder fit bei der Bike und werden wir mit Sicherheit auch mal zusammenfahren. Yes, in diesem Sinne, Leute, abonnieren nicht vergessen, kommentieren, Daumen nach oben, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch dieses Jahr mit Stürzen ergangen ist. Vielleicht seid ihr ja auch völlig befreit geblieben von Stürzen, aber da es meine allererste Saison war, mein erstes Jahr auf dem Mountainbike und das Jahr ist ja noch nicht mal ganz vorbei, bleibt es natürlich nicht aus, dass ich mich da hin und wieder mal auf die Nase gelegt habe. Toi, 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 ist alles nichts passiert, alles gut gegangen und ich hoffe bei euch auch und dass ihr euch nicht verletzt habt und gesund und munter seid. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.